Guten Morgen, ihr Leute. Wir sind schon auf dem Weg. Es ist noch recht früh. Und immer noch knackig kalt. Also der Winter, der hält sich mal wieder so richtig schön lang. Heute gehen wir uns mal, warten wir mal, Katz. Ah ja, okay. Heute gehen wir uns mal, es ist gerade ein bisschen komisch, weil es hat tatsächlich noch viel Schnee hier oben, wenn ich auch gleich sehe. Und da fallen ständig Brocken runter. Und ich habe da immer so ein bisschen Angst, weil uns das eh mal eine Wildsau noch. Ich möchte es nicht noch einmal haben. ja, okay. Jedenfalls Startpunkt Dodekopfhütte bei Maikammer. Und zwar gehen wir uns heute Erdspalt angucken. Aber mehrere Erdspalte, ich glaube es sind zwei oder drei. Und das gehen wir uns jetzt einfach einmal angucken. Also die sind um die 50 Meter tief, wenn immer noch erforscht. Vom Reihgraven, ne, der zieht sich ja durch die komplette Gegend hier, also wirklich interessant. Und jetzt schlabbel ich nicht lang rum, jetzt gucken wir. Viel Spaß!
So, Elijah, das waren die Erdspalte. Es waren dann doch zwei, die offensichtlich sind. Ist ein bisschen tricky zu finden, wenn ihr an diesem Stutierstein, heißt da, glaube ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, steinigt mich, vorbeilauft, geht's ca. 100 Meter, ich glaube nicht einmal, auf der linken Seite eine Wegkreuzung runter, also da kreuzen sich zwei Wege. Und dann geht's rechts weg in den Wald. Und auf der Bäume steht dann quasi das E wie Erdspalt. Und an das halten wir euch einfach. Also das steht bis runter. Und dann ganz unten, wenn ihr ziemlich statt seid, dann steht das Schild do Erdspalt. Schön mit Holz, ne? Aber vorher müsst ihr euch an die Bäume halten. Da ist aber nur ein E drauf gesprüht. Ja, ist imposant, muss ich sagen. Man kann halt jetzt von oben so nicht viel machen, aber es ist richtig cool, das Ganze mal gesehen zu haben. Und bei dem Loch, rechts oder links, ich weiß es nicht, aber ihr seht so im Video, da geht es schon arg weit runter. Also ich habe mal nur rausgenommen, um was runterfallen zu lassen, also ich habe es nicht gehört. ist schon interessant. Ich glaube, in Karlsruhe sind sie dabei, das Ganze zu erforschen. Vielleicht findet man da wieder ein bisschen was drüber. Ich gucke jetzt aber auch mal noch, ob ich was finde und du euch das wie immer da verlinke. Ne? Und dann hoffe ich, hat euch wieder Spaß gemacht, gell? Und vielen, vielen Dank für die ganze, viele Kommentare immer und die Likes. Also Leute, wirklich, ihr seid einfach genial. Macht richtig Spaß. Es macht wirklich Spaß. Und ich freue mich auch immer wieder, neue Orgierungen zu sehen. Aber ich will euch jetzt auch gar nicht totschwallen, ne? Deswegen bleiben gesund, gell? Und wir sehen uns bald wieder, gell? Alle, tschüssel.